Dieses Jugend-KZ für männliche Jugendliche war also Moringen, für weibliche war in Uckermark bei Ravensbrück in Mecklenburg. Ja, so ein Konzentrationslager hatte natürlich die Aufgabe, für die Rüstung zu arbeiten. Das heißt, jeder Häftling musste Zwangsarbeit leisten. Im Moringer Lager waren also die politischen und die von der Kriminalpolizei, also die kriminell Eingelieferten, getrennt. Wir Politischen mussten also in der nahegelegenen Heeresmunitionsanstalt Granaten fertigen für die Wehrmacht. Nun war man einmal schon mal gegen den Staat und gegen die Wehrmacht. Nun war das natürlich doppelt schwer. Nun musste man für diese Verbrecher auch noch Munition herstellen und musste auf seine Freunde schießen lassen, so ungefähr. So müssen Sie sich das vorstellen. Das war natürlich eine harte Sache. Es hat natürlich auch Jugendliche gegeben, die haben gesagt, wir fassen die Granate an. Das dürfen wir nicht. Wir gehören zu den Zeugen Jehovas und unser Glaube verbietet das. Und die hat man dann im wahrsten Sinne des Wortes totgeschlagen. Da hat es ja noch große Auseinandersetzungen durch die Gerichte gegeben nach dem Krieg. Aber wie gesagt, wir mussten also in der Munitionsfabrik arbeiten und Granaten fertigen. Ja, dann das Essen. Morgens gab es eine Scheibe Brot und etwas so ein bisschen Margarine oder mal ein Klumps Marmelade. Dann gab es ein Getränk, Kaffee kann man das nicht nennen, mit Kaffee hat das nichts zu tun gehabt. Wo irgendein Aufguss, worauf, weiß ich nicht. Ja, und mittags gab es ein Dreiviertel Liter Suppe und abends gab es wieder eine Scheibe Brot und ein paar Pellkartoffeln. Und dann können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie heute auf den Moringer Friedhof gehen, dann stellen Sie also fest, dass dort 51 Jugendliche von der SS verscharrt wurden, die also an Entkräftung praktisch in diesem Lager verstorben sind. Und bei der Zahl von 1300 Häftlingen sind natürlich 50 ein sehr hoher Prozentsatz. Das sind natürlich nicht alle, viele sind auch in Lungenheilanstalten umgekommen. Man rechnet also, dass 150 Jugendliche in dem Lager Moring umgekommen sind. Das ist 10% des ganzen Lagers. Das ist natürlich ein erheblicher Prozentsatz.